bei der Hausmesse 2022 von Foto Universal. Ich bin der Sven und bei mir ist der Uwe Janke von der Firma Teco bzw. Ilford. Und der Uwe hat Neuigkeiten für uns. Ja, ich habe mal wieder Neuigkeit für euch, auf jeden Fall, weil eine Hausmesse muss ja auch irgendwas mal Neues gezeigt werden. Und Papiere kann man ja nicht übers Internet promoten. Schlecht. Da war es auch schön, dass ihr uns hier eingeladen habt. Und ja, zwei Premieren. Letztes Mal war ich ja hier gewesen. Da hatten wir hier unseren Waschi-Print, der hier rechts hinten im Hintergrund neben mir liegt. Da hatten wir das Pearl als neues Waschi-Papier. Mhm. Und heute gehen wir mal in die Baumwollmaterialien rein. Mhm. Du kannst mich natürlich fragen, Mensch. Ja, genau. Wollte ich nämlich gerade wissen, weil ihr habt ja schon ziemlich viel Baumwolle im Sortiment. Wir haben ziemlich viele Baumwolle. Warum nochmal Baumwolle? Ja, weil die Leute sind auch unterschiedlich drauf. Die einen wollen es ein bisschen strukturierter, die anderen wollen es ein bisschen weniger strukturiert haben. Dann wollen die Leute vielleicht eine andere Grammatur haben. Mhm. Im Moment haben wir in dem vorderen, also wir haben ja mehrere, aber im Hauptbereich haben wir Materialien. Das sind hier, das sind so auch unsere Erkennungsbilder, die halte ich mal kurz vor mich. Geht es ja im Endeffekt von der Seite hier, vom Smooth Cotton Rag zum Textured Cotton Rag zum Artist Textured Cotton Rag. Mhm. Das sind 310 Gramm Papiere und die haben wir wirklich auch bis 64 Inch. Mhm. Also wirklich von 10x15, 13, 18, A4, A3, A3 plus A2, 17 Inch bis 64 Inch. Mhm. Und dann haben wir uns überlegt, wir setzen jetzt noch Grammaturen dazwischen, die ein bisschen drunter liegen. Mhm. Für die Formatware ist das nicht ganz so wichtig, aber bei der Rollenware, je dicker ein Material ist, umso mehr Memory Curl hat man nach der Produktion. Und wenn man ein dünneres Material hat, ist das eigentlich nur von Vorteil. Mhm. Und dann ist natürlich der Preis auch ein bisschen geringer, ungefähr 10% zu den drei Medien hier. Und ja, das ist die Premiere hier. Ich fange mal an mit dem Smooth Cotton Sprite. Dieses Material, wie ich eben schon gesagt habe, 280 Gramm statt 310 Gramm und ist zwischen dem Smooth Cotton Rack und dem Textured Cotton Rack von der Struktur anzusiedeln. Mhm. Also wir haben wirklich über fünf Medien rüber, haben wir immer unterschiedliche Strukturen drin. Mhm. Also der Anwender kann wirklich gezielt sein Material, was die Oberfläche anbetrifft, kann er jetzt auswählen und zu jedem Motiv passt eigentlich auch eine andere Oberfläche. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel glatte Hauttöne drin habe oder ich habe jetzt Metall hier, gerade hier bei euch im Stuttgarter Raum, Automobil, mhm. Das würde ich nicht unbedingt auf ein ganz strukturiertes Material machen. Mhm. Also ich sehe es gerade bei dem so Beauty Geschichte, das ist schon sehr smooth. Also genau, ne? Aber es hat eine gewisse Struktur, eine ganz, ganz kleine mhm. Struktur drin. Und das ist auch gut so, denn dieses Papier wird dann noch als hochwertiger empfunden, wenn da so eine leichte Struktur ist, weil es mhm. mehr in Richtung Kunstpapier geht, ja, genau. Das Ganze. Ne? Ja. Also das ist das Smooth Cotton Sprite Material. Und dann haben wir noch ein Textured Cotton Sprite Material. Halt mal ein bisschen höher. Guck mal da durch. So geht es, ne? Und das, wie gesagt, hat nicht ganz so eine starke Struktur wie unser Artist Textured Cotton Material, was recht kräftig ist. Man kann es nur für wenige Motive verwenden und das ist hier eigentlich dann schon optimal. Das ist so mittendrin, ne? So ein bisschen. Ja, genau. Ja. Also gerade wenn man hingeht, man sagt, okay, man möchte, oder auch für Reproduktion, Kunstreproduktion mhm. oder so, wo man da den Aquarellcharakter haben möchte. Dann würde man auf jeden Fall zu einem Textured Cotton Sprite greifen. Ein hübscher Vogel, ja? Jo. Und ja, Profile sind natürlich schon auf der ilford.com-Webseite mhm. für die ganzen aktuellen Drucker. Und für alle, die mit Kanon arbeiten, sind auch die AM1X-Dateien da. Mhm. Da kann man sich das Leben ja noch ein bisschen vereinfachen im Druck. Muss nicht so der Experte sein, um dann die Papiere auszuwählen und die Druckereinstellung auszuwählen. Da wird viel vorgearbeitet und das, über das Canon Configuration Tool, Media Configuration Tool. Und die Dateien stehen auch zum Download schon bereit. Okay. Und wie viele Papiere habt ihr denn so in Summe? Weil jetzt nochmal Baumwolle dazu. Und wir haben im Endeffekt in diesem Fächer hier, also das ist ja der Gallery-Fächer, da haben wir 28 Papiere jetzt drin. Mhm. Das ist eine Menge. Das ist ordentlich. Und dann haben wir ja noch
die Washi-Papiere, die hier mit 9. Mhm. Da ist ja das Pearl als letztes dazugekommen. Mhm. Und ja, das ist, also ich denke, dabei, ne? Ja, die Fotografen und Künstler, die haben eine riesen Auswahl. Ja. Und was ich eben auch schon gesagt habe, für die Leute, die dann auch wirklich Kunst im Großen verkaufen wollen, geht es bis 64 Inch. Mhm. Wobei wir jetzt auch für ein neues Drucksystem im Markt ein Material haben, das geht bis 1,86 Meter. Mhm. Da geht es darum, dass man den analogen Bereich ablöst, weil da hat es in der Vergangenheit hat es da ein Material gegeben und das muss irgendwo ersetzt werden. Und da haben wir 2 Papiere bisher, die wir dort in der Größe ausrüsten, mhm. wo dann die großen Kunstsachen dann auch wieder in der Größe produziert werden können. Okay, so. Und ja, immer groß. Und was ich aber noch mal erinnern wollte, ich glaube, das hatte ich letztes Mal auch schon vorgestellt. Letztes Jahr war auch, hat man das auch schon, aber das ist tatsächlich, kann nicht schaden, wenn man das nochmal erwähnt, was genau. Das Tolles ist. Und ihr habt die Boxen ja auch unten ihr habt ja jetzt zur Hausmesse hier auch Sonderpreise, also und ja, alle, die danach kommen, müssten eigentlich mal mit dir reden, wenn sie Papier kaufen, da gibt es bestimmt eine Möglichkeit, auch da hier mal einen Special-Preis anzubieten. Ne? Auf jeden Fall. Ja, also ich wollte mal sagen, wir machen ja, die wichtigsten Sachen haben wir präsentiert. Für die Leute, die dann später noch kommen, also nicht heute an dem Tag, es gibt noch Sample-Packs unten. Da sind jeweils 2 Papiere von jeder Sorte, also von dem Smooth Cotton Sprite und Textured Cotton Sprite, je 2 Papiere da. Die kann man sich dann bei euch abholen, solange der Vorrat reicht. Genau. Und kann das dann ausprobieren. Ja. Profile, wie gesagt, sind da. Die kann man sich dann zu Hause runterladen und dann die ersten Testdrucke selber machen. Ja. Wie gesagt, lohnt sich. Vorbeischauen lohnt sich immer bei Fotouniversal. Gut. Ja. Vielleicht noch zu erwähnen, wer jetzt noch kommt heute, der kann sich auch noch einen Gratisdruck abholen, ne? Ja, also für die Leute, die heute noch kommen, wir haben einen Drucker dabei und einfach einen Stick mitbringen oder über ein Apple-Telefon per AirDrop die Sachen zu mir rüberschicken. Genau, in A4 gibt es dann Gratisdrucke. Kann man wählen, entweder Textured oder Smooth, ne? Genau. Einen Druck wahlweise und Stick oder iPhone ein schönes Foto mitbringen und dann im A4 Gratisdruck erhalten auf den neuen Papieren. Das hat man auch nicht jeden Tag, ne? Nö, aber das haben wir ja schon fast immer, wenn in der Corona-Zeit war ich nicht vor Ort, aber immer wenn wir hier Hausmesse hatten, genau. Bieten wir das ja eigentlich immer an. Ne? Ja. Aber das ist schön. Es gibt viele weitere Gründe, natürlich zu kommen. Ja, es geht nicht alles übers Internet. Das ist ja so. Ne? Auch Papiere einfach angucken und mal checken oder sowas. Papier ist ein haptisches Material und da muss man einfach mal hier in den Laden kommen und sich das angucken. Genau. Und zu erwähnen noch, ganz wichtig, es gibt auch natürlich einen Rabatt, einen Messerabatt. Wer kommt? 10% Rabatt auf Teco und Ilford Papiere. Ne? Ja. Und von daher lohnt es sich auch vorbeizuschauen und vielleicht was mitzunehmen dann. Weil 10% sind 10%. Ja. Das ist gerade mal so die Inflationsrate, ne? Die man sich spart. So ungefähr. Genau. Okay, super. Ja, danke, dass ich hier sitzen durfte. Ja, Sven, ne? Ich danke, dass du da bist. Freut mich jedes Jahr und wenn du zwischendurch mal reinschneist. Alles klar. Ja? Dankeschön. Gute Zeit. Bis dann, alle. Tschüss.